Hallo meine lieben Freunde und willkommen zu einer neuen Aufnahme hier von Magic Arena Brawl. Und wir probieren uns wieder einmal mit unserem Deck aus und ich habe auch schon überlegt, ob wir vielleicht mal ein anderes Format außer Brawl spielen. Hier gibt es leider ein paar Anmerkungen, Schwierigkeiten. Ich habe keinen Cent in dieses Spiel reingesteckt und ich würde auch tatsächlich in Arena niemals einen einzelnen Cent spielen, weil schon zig auch Einträge, unter anderem kann man das im Reddit auch nachlesen, dass zum Beispiel die Gegnersuche manipuliert ist vom Spiel, dass die Karten ziehen manipuliert sind vom Spiel, vom Macher. Und das ist nicht cool. Unter anderem ist es zum Beispiel, dass ein Deck ein Score hat aufgrund der Karten, die drin sind, dass man nur Karten desselben Scores kriegt. Also Gegner. Und er hat auch schon mal einer ein Deck gemacht, das war unter dem entsprechenden Score, was überhaupt nur sein durfte. Das heißt, du darfst nicht mal spielen, was du willst. Du musst mindestens einen Mindestscore an Karten erreichen. Und im Grunde spricht das nicht für ein echtes Verhalten, wie man sich dann eben halt bei einer Community verhält. So ein schlechtes Deck gegen schlechtes Deck heißt es nämlich auch nicht. Du kannst ein super starkes Deck bauen mit einem niedrigen Score, weil es gibt auch schon eine Tabelle, wo drin steht. Okay, das ist die erste Verwarnung. Er spielt eine Arena-Only-Karte. Und dann gegen schwache Leute spielen, die einfach keine teuren Karten drin haben. Und diese Excel-Liste zeigt, welcher Score welche Karte hat. Und das ist so, weiß ich nicht. Also, wir nehmen Rot-Weiß an der Stelle. Weil ich könnte auch Schwarz wieder nehmen. Ja, wir nehmen mal Rot-Weiß. Wenn das weg macht, macht das weg. Ist mir egal. Hier geht es um das Veil tatsächlich. Den lassen wir mal oben drauf liegen. Jetzt kann er sich entscheiden, macht das weg, macht das nicht weg. Macht er nicht weg. Perfekt. Dann haben wir nämlich eine gute Karte. Gix lässt uns, wenn er bleibt, davon gehe ich aber mal nicht aus, Karten ziehen. Die finde ich gut, tatsächlich. Removal und neue Karten auffrischer. Das ist wirklich eine gute Karte für eine Kammer. Super. Ja, ich ziehe ein, ich kriege 2 Damage, das ist mir egal. Weil die einfach ganz aus dem Spiel nehmen und auch nicht wiederkommt. Nicht schulden für 2 Leben ist meinetwegen völlig okay. Zweite Verwarnung. Ich gebe gleich auf, weil ich einfach jetzt schon keine Lust mehr habe, hier gegen zu spielen. Muss ich zugeben. Discard, Artefakt, du und du. Ja, die hat 2 Verwarnungen, hat er schon bekommen. Sonst höre ich ihm halt. Das muss ich mir einfach nicht antun, muss ich tatsächlich sagen. 6 passt es, 6 kann er spielen. Kriegst du Token, kannst mir gleich ganz viel Damage machen. Setten kannst du ihn übrigens nicht mehr. 1, 2, 3, 4, 5. Noch ein und ich mach das Board weg. Was? 4 Karten zieht er? Warum zieht er 4 Karten? Discard your hand, draw for. Achso, okay. Okay, das ist okay. Das ist nicht okay. Ach so, weil der auch wahrscheinlich. Ah, ich verstehe. Blau hat er ein offen. 2 sogar. Och, natürlich hat er. Er hat 2-mal seine Hand abgeworfen. 2 fucking Mal. Und hat dann natürlich im letzten Mal, ja, natürlich kann er den auch wegnehmen, hat da natürlich den Counterspell drin, den einen Counterspell. Also, sagen wir es mal so, wenn ich aussuchen könnte, wie ich ziehe, würde ich exakt genau so mein Spiel machen. Aber ich glaube, auf der Geschwindigkeit ist das nicht richtig. Also, ist es richtig, ne? Der scheint mir cool zu sein, tatsächlich. Den finde ich gut. Aber ich glaube nicht, dass der korrekt spielt. Bleibe ich dabei.
Oder, das heißt er, wahrscheinlich auch das Deck, also hier. Ja, guck mal, wenn das ein Land gewesen wäre, hätten wir auch mitspielen dürfen. Darf ich nicht. Damit haben wir verloren. Ich spiele jetzt hier vor, einfach nur so, weil ich es kann. Und wir sind tot. Na gut. Na, hat er ein Counterspell? Ja, ich wollte es nur sehen. Also ich glaube nicht, dass das korrekt ist, was der gemacht hat. Du kannst mir nicht erzählen, dass er zig Karten abschmeißt und immer in der letzten hat er zufällig einen Counterspell auf deinem. Aber lassen wir es beiseite. Ich habe mein Land nicht gehabt, während er zweimal. Ich weiß es nicht, ne? Genauso, der Ramp hat ja auch perfekt funktioniert. Gut, dann hoffe ich trotzdem, es hat euch gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.